ja, da drüben liegt die Orta Schiffsmühle, die auch wirklich noch in Betrieb ist. Jo, servus die Mauern und grüß euch die Buren. Ja, wie ich gesehen habe, ich bin da an einem Ort an der Donau unterwegs, bei der Schiffsmühle. Ein bisschen da durch den Wald durchgehen, ein bisschen gemütlich machen. Schaut auch gut aus da. Und ja, wollte zuerst in der Donau da entlang gehen zu den Orterinseln, aber das kann man vergessen. Da sind da noch recht viele Leute unterwegs. Jetzt haben wir da ein bisschen rein in den Wald verzogen. Schauen wir mal, was wir alles sehen. Ja, ich habe heute noch ein kleines Gepäck dabei, wie ihr es eh gesehen haben. Und ja, ein bisschen ein Superl will ich mir machen. Kaffee ist klar, ein paar neue Sachen habe ich dabei. Das zeige ich dann noch. Eins davon habe ich auf, meinen neuen Pony. Aber jetzt gehen wir mal ein Stück weiter. Ja, ich habe mir eigentlich gedacht, dass ich da vielleicht umkomme, weil wir Niedrigwasser haben, aber das spült nicht. Wow, Hammer. Da drüben Bammerbissen und das ist mir sicher der Biberdamm, ganz sicher. Da ist ein schönes Wegel da und ich bin da am Lado, was mich besonders gefreut. Ja, werden so richtige schöne Wanderwegel, idyllisch, mit immer wieder schöne Ausblicke. Schauen wir mal zum Wasser rein. Ah, da wieder ein Bärlauch, so weit das Auge reicht. Wahnsinn. Der blüht zwar schon, aber da sind noch etliche, wo noch die Knospen noch drauf sind. Kann man eigentlich auch essen. Herrlich. Ja, der Weg macht jetzt eine Biegung und dringt da wieder rein. Da unten ist die Donau. Da haben wir eigentlich eine super Gegend. Da war eigentlich ein schönes Bankerl. Aber genau am Weg taugt mir das nicht. Ich werde mir da ein bisschen reinschauen. Ich weiß eh, ich bevorzuge den Dschungel. Ja, da ist es austrocknet. Zum Glück komme ich da oben. Ah, irgendwo da vier oder da vier. Schau jetzt noch ein Stück und dann suche ich mir einen schönen Baum und dann machen wir es wieder gemütlich. Geile Gegend. Ah, da die Lianen wachsen bis in den Himmel. Wahnsinn. Wahnsinn. Urliche Dinge auch. Schon was, bist du narrisch. Das ist ja irgendwie mein Unterarm. Herrlich. Genau meins. Schaut euch das an, was das für ein Viech ist. Wahnsinn. Ich denke, da kann es gemütlich werden. Wenn wir da ein bisschen reingraben, weil ich einen Spiritusbrenner dabei habe. Na, mal schauen. Ah, da machen wir das sicher, wenn es nichts wird, lassen wir es bleiben. Ja, ich habe mir da jetzt aus der Erde ziemlich viel ausbuddelt. Bin da relativ weiter herunten, somit auch windgeschützt. Und ich habe sowieso noch meinen kleinen Brenner dabei. Also ich habe Wasser genug mit. Also ich denke, da bin ich relativ sicher. Wäre auch nicht viel reingeben. Und sollte irgendwas sein, Erden drüber. Und das ist sowieso so viel draus. Ich habe heute fix fertig Suppen wieder dabei. Die sind nicht schlecht, die esse ich mal wieder gern. Und heute mit meinem Evanew-Set. Da ist auch der Evanew-Brenner heute mal dabei. Mein Aufsatz. Und dann habe ich wie immer so ein kleines Lüftergitter von einem PC als
gestanden haben wir dazu. Ja, mein Wasser, was wird. Ich fange jetzt schon zum Brunnen fast an. Ja, was gibt's nächstes? Also, mein Punkt habe ich schon mal kurz vorgestellt, werde ich mir näher zeigen. Und zwar ist das der UF Striker Pro Generation 2. Den haben wir eigentlich darum genommen, der hat da oben schöne Lüftungsgitter und hinten auch, weil die anderen zwei, was ich habe, das sind so 0815. Da raucht bei solchen Temperaturen schon schön die Birnen drunter. Ja, und mein nächstes drum, was ich mir gegönnt habe, ist von GSI die Kaffeepresse. Ich weiß, ich habe die von Stanley. Das ist ein Thermos und die hat auch über 500 Gramm oder 600 Gramm sogar und die hat 250. Also ist von GSI, quasi mit so einem Neoprenschutz. Und kann man auch gleich draus trinken. Werden wir mal schauen, ich habe jetzt 5-6 Meter mit einem Kaffee daheim schon getrunken. Pipi Feins kann ich nichts dagegen sagen, kostet glaube ich 15 Euro, ist eine nette Welt. Gefällt mir ganz gut. Und habe mir ein bisschen mehr Kaffee als mit der kleinen Bialetti. Klar, ich könnte eine größere Bialetti auch mitnehmen, aber ja. Ich weiß nicht, ob sie heißen, aber ich will es gar nicht wissen. Ah, Freunde, Superl ist echt gut. Aber das Kabelzeug, was schon wieder unterwegs ist, ist ein Wahnsinn. Das ist egal, bis zum geht nicht mehr. Ah, das letzte Lackerl noch. Ah, gut Wasser. Und jetzt steht eigentlich mein Käffchen nichts mehr im Wege. So, da kommt jetzt ein bisschen ein Kaffee rein. Ich werde nicht übertreiben, hier haben wir den erst frisch gemahlen. Sollen so circa 8 Gramm sein. Ja, ein bisschen was geht noch. Da kommt dann jetzt das heiße Wasser drauf. Das lässt man dann gute 3 Minuten ziehen. Und dann kommt die Presse drüber und jetzt drückt sich der Kaffee schön nach oben. So, das waren jetzt eine gute 3 Minuten. Dann macht man da sicher so auf, dass der Druck raus kann. Ein bisschen dran, dass das nicht spritzt und dann langsam durchpressen. Somit setzt man den Sud unten hin und oben ist der Kaffee. So, und dann ist er trinkfertig. Ja, geht ein bisschen streng, weil das dicht da oben schon ja. Da ist es mal passiert, dass ein bisschen Wasser kommt. So dicht ist es vielleicht da nicht, aber ja, meine Güte, was will ich alles um das Geld? Ja, meine Krankensesseln, jetzt wisst ihr es eh, gesund werden. Und meine Gesunden nicht krank werden. Und jetzt einmal Prost. Ui, der ist heiß. Herrlich. Ja, wieder passt auch heute wieder perfekt. Ja, während ich da mein Käfchen in Ruhe schläfe, möchte ich da einen besonderen Gruß ausbringen. Und zwar an einen meiner jüngsten Fans anscheinend, eine junge Dame, und zwar die Tessa. Hallo Tessa. Ja, die Tessa ist ein ganz junger Fan von mir. Die schaut so gern meine Videos, wo ich meine Würstel esse, wo ich da genussvoll abbeiße. Leider habe ich heute kein Würstel dabei. Ich habe aber das Video jetzt machen müssen, weil es hat nämlich demnächst einen besonderen Tag, die Tessa. Die wird nämlich 10 Jahre, nämlich am 10.05. wird es 10 Jahre. Und dazu schon einmal vorab herzliche Gratulation und Glückwunsch von meiner Seite. Und ich habe mir eigentlich überlegt für so ein Geburtstagsständchen, aber ich will dich ja nicht verschrecken als mein Fan weiterhin.
Und da habe ich mir was einfallen lassen und habe da extra so ein Hundeband habe ich bestellt. Jawohl, ein Hundeband, die singt für die Happy Birthday. Und das spiele ich da jetzt vor, statt meiner Singerei. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday. Happy Birthday to you. Ja, liebe Tessa, das soll ja ein kurzer Geburtstagsgruß an dich gewesen sein, an dich persönlich natürlich. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, viel Spaß bei dem Geburtstag, viele Geschenke von Papa und Mama. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe, du bist dabei. Dann brauche ich dann noch eine gute dreiviertel Stunde, bis ich vorhin beim Auto bin. Vielleicht ziehe ich dann auf der Donau noch was Schönes. Lassen wir uns überraschen. Ja, bis später dann. Ja, alles zusammengenommen habe ich. Machen wir da wieder schön zu. Immer machen. Der Rest stürzt sich wieder auf. Gehen wir. Es dürfte noch ein paar Wolken aufkommen sein. Ja. Ist jetzt ein bisschen trieb worden. Aber macht nichts, ich bin ja schon am Weg retour. So, jetzt bin ich bei der Donau herunter und jetzt schaut einmal, was da für ein Schwemmgut liegt. He. Bist du narrisch? Ist das nicht ein idyllisches Platz da mit dem Wasser? Herrlich. Ja, da ging ja der Weg, aber das schauen wir uns aber schon an, oder? Na klar. Ey, schön da. Quasi einen eigenen Bodenteich da. Ja, Liebhaut. Ja, sogar mit Gras, Zaunbunden, perfekt. Wahrscheinlich ein paar Schatten gewesen. Ja, feiner Sandstrand. Ja, wer braucht da die Malediven? Wunderschön. Ja, da ist so eine Landbefeuerung. Da oben drauf ist noch ein Lichtl, das was auf die Nacht leicht. Dass man weiß, wo es Uhr ist. Und da hier vorne ist noch so ein Restaurant. Ja, das ist das Nationalparkcafé Restaurant Struten. Da bin ich auch schon ein paar Mal angesessen, kann man gemütlich was trinken, was essen und auf die Donau schauen. Herrlich. Aber heute leider natürlich zu. Ich glaube, das kann man sich schon gemütlich vorstellen. Ja, jetzt sind wir da wieder angekommen. Da hinten ist diese Schiffsmühle. Und jetzt geht es am Parkplatz zum Auto. Ja, Freunde, jetzt sind wir am Auto zurückgekommen. Puh, war eine schöne Runde geworden. Über 8 Kilometer, glaube ich. Ja, 8 Kilometer. Ja, passt. Ja, ich sage einmal wieder danke fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Und sag Servus die Maulen und vierteilig die Buben.